Joe Matarila, 2-2 gegen Unterhaching. Was war das denn für ein Endspruch in Energie Cottbus? Fühlt sich das wie ein Sieg an für Sie? Ja, das ist schon wie ein Sieg, wenn man 2-0 zurückliegt und dann in so kurzer Zeit in der Schlussphase noch 2 Tore macht. Sind doch schon schöne Gefühle, die das letzte Tor dann auslöst. Unterhaching war ein ziemlich komplizierter Gegner. Beschreiben Sie mal bitte, was das so schwer gemacht hat heute. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr spielstarke Mannschaft und das hat es ein bisschen schwierig gemacht für uns, weil sie auch für sehr viele Aufgaben, die wir denen gestellt haben, auch die richtige Lösung gefunden haben heute. Und das hat das Ganze dann schwierig gemacht und am Ende haben wir dann genug Herz, genug Leidenschaft, um dann trotz der roten Karte dann noch alles in die Waagschale zu werfen und damit unentschieden hier zu Hause zu leben. Es scheint so ein bisschen, als ob Energie Cottbus das Verlieren richtig verlernt hat. Wo geht es denn hin auf dieser Erfolgswelle? Ja, das Verlieren ist ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt, finde ich. Wir versuchen, alles mitzunehmen, was geht. Wohin das am Ende führt, das wissen wir nicht. Das weiß noch keiner. Aber unser Ziel ist es einfach, alles mitnehmen, was geht und gucken, was am Ende dabei rauskommt. Eine ziemlich kraftraubende Woche bei diesem Wetter auch noch. Gleich geht es am Sonntag weiter in Würzburg. Merkt man das als Spieler, dass das jetzt ein bisschen an die Reserven geht? Ja, ist auf jeden Fall ziemlich kraftraubend gewesen, aber ich sag mal, die letzten zwei Spiele waren auf jeden Fall deutlich kraftraubender als das Spiel heute. Wir hatten besseres Wetter, als wir erwartet hatten. Also heute konnte man auf dem Platz mal 45 Minuten spielen. Das kannten wir aus der Saison ja noch gar nicht. Aber heute das Spiel, muss man sagen, hat dann der Witterung geschuldet, war ein wenig oder nicht so kraftraubend wie die beiden Spiele zuvor. Vielen Dank.